was bisher geschah. Ja, ich glaube auch. Ein kleines bisschen krass. Ach, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Oh, verfluchte Scheiße. Nein! Shit! Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erst mal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Boom. Beste Story überhaupt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich Diese mir auch Geschichte. Immer. Josh, Bruder von Hannah und Beth. Kompliziert, nachdenklich und liebevoll. Ja, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Die Geschichte von Chris, wie er Josh kennengelernt hat, ist in etwa so interessant, wie wenn ich erzähle, ja, und dann war ich in der Kaufhalle und habe eine Packung Milch gekauft und dann bin ich nach Hause gegangen. Das ist in etwa das gleiche Niveau von der Geschichte. Boom, Schmetterlingseffekt, versteht ihr? Weil hätte ich die Milch nicht gekauft, wäre irgendwas anderes wahrscheinlich nicht passiert. Achso, und falls ihr euch wundert, was dieses, was bisher geschah, sein soll, ich glaube, das Spiel kam damals auch in Episoden raus. So wie bei Life is Strange. Deswegen kommen immer diese Rückblicke zwischendrin nach jedem Kapitel. Weil ich glaube, die haben damals die Kapitel einzeln rausgebracht, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Das wollte ich noch ganz kurz sagen. Naja, vielleicht kommt jetzt ein blutgetränkter Zombie auf einem Wolf zu dir geritten. Nee, wenn, dann muss es ja eine Spinne sein. Er hat ja gesagt, Spinnen, Zombies und Gewitter. Mal gucken. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal 1 Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja. Na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Diesmal ist es nicht Chris, der im Gebüsch sitzt und sich freut. Yo, 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 steigt hier oben bald die Party oder was? Klar, Mann. Wir tratschen. Und Matt und Emily sind ein Pärchen, ja? Ja, scheint so, Mann. Und was sagt Mike dazu? Ich hab das Gefühl, Mike hat schon alle Hände voll. So wie immer. Verdammt, das blöde Ding. Der Zombie schmeißt mit Spinnen. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen könnten. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaub nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Hey, Chris. Nee, ich find's eher seltsam. Und alles klar? Ja, außer dass mir echt kalt ist. Und ich hier ein komisches Gefühl bekomme. Es ist ziemlich schräg, wieder hier oben zu sein, ha? Ja. Hau rein, Ashley, bis später. Ashley sah heute verdammt heiß aus, oder? Da blinkt's. Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Bro, was ist falsch mit dir, Junge? Hey, lass den Scheiß mal. Ja, ich meine, wenn du sie nicht flachlegst, bestimmt ist Mike dran interessiert. Aber lässt du das vielleicht mal sein? Lass ruhig. Ich will doch nur sehen, ob bei dir da unten noch Leben herrscht. Ja. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste!
Was ist denn immer nur falsch mit diesen Ami-Teenies? Die sind immer alle so notgeil. Es ist so typisches Horrorfilm-Klischee. Wirklich. In jedem Teenie-Horrorfilm hast du das. Die sind alle immer notgeil. Die haben alle schon 10 Jahre Erfahrung beim Bumsen. Die sind alle schon weltgewandt. Die wissen, was sie machen müssen. The fuck? Ich sag ja Teenies. Ja, aber ganz ehrlich. Also, ich war nicht so, als ich Teenie war. Zu meiner Zeit. Ich hab nicht nur ans Zinsen machen gedacht. Ich weiß nicht, Mann. Was heißt, ich weiß nicht? Aber was, wenn's nicht funkt? Sie will dann... Wir können keine Freunde mehr sein, wenn ich sowas versuche. Hast du mir nicht zugehört? Reiß dich am Riemen, Bro. Sei ein Mann. Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier 4 entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Und ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh, shit. Keiner steht auf Frostbeulen. Julia. Aber meiner war auch nicht so. Also, ich kenne ja nun meinen Mann schon sehr, sehr lange. Verdammt. Langsam der Saft. Da war auch nicht so drauf. Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Endlich bin ich mal draußen und könnte es tatsächlich benutzen. Bist du nicht mal ohne dein Handy klar? Was? Wieso? Du redest von nichts anderem. Naja, es kann halt so viel Zeug und... Ja, hast du eine App, die uns in die Lodge reinbringt? Ja, ja, ja. Das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Beim Tanzen? Alles okay? Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst? Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Ach so, auf die Füße treten. Oh. War ich das? Klar, Chris. Ich du bist aufgestanden nicht. Und hast die Glühbirne kaputt Hier. Gemacht. Nimm das. Oh, Chris, ich habe gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann. Es ist Spray. Oh, ja. Jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und husch. Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Was will er denn jetzt erledigen? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Was muss denn der jetzt erledigen? Hallo? Das ist wieder hier diese komische Scheiße mit dem... Oh, da liegt was. A Totem. Hier wirklich, die haben alle so komische Zähne, alle so... Die reden auch alle so. Die reden alle so, wie als würden sie dauerhaft so reden. Wie der Joker. So ein Witzchen, ne? Vielleicht war die Computertechnik damals so. Ich weiß es nicht. Bah. Ist ein gelbes, ne? Nee, ein Verlust. Warte mal. Wir haben ein Verlust-Totem gefunden. Können wir das nochmal sehen, bitte? War das Emily? Das wäre jetzt nicht wirklich ein Verlust. Das sah aus wie Emilys Jacke, ne? Braun. Okay, das ist braun. Also dann heißt das ja Freunde. Du hast doch gesagt, dass du nicht gern bei der Farm sein würdest, weil du dann alleine wärst. Ja, so eine Woche lang würde ich da nicht alleine rumhängen wollen. Das wäre voll langweilig.
spätestens bei der Szene muss ich gehen. Ich habe Angst vor Feuer. Ich glaube nicht, dass wir jetzt gleich hier zu Beginn des Spiels das ganze Haus abfackeln werden. Liegt hier noch irgendwas rum? Pflanze. Okay, hier ist einfach nur der Übergang. Okay. Oh, diese Steuerung mit dem Feuerzeug, ne, das ist... Hallo? Hä? Sie hat noch vor, das Haus abzufackeln? Ja, keine Ahnung. Und hier geht's hoch. Ich habe nur gesagt, wir werden ja jetzt nicht gleich das Haus abfackeln. Ob wir das später abfackeln, keine Ahnung. Hallo? Wie bin ich denn hier? Ich muss oben ins Badezimmer. Wo ist denn das? Gibt's hier eine Karte? Warum hält denn er nicht einfach das Feuerzeug jetzt an das Schloss? Oh. Hi, Chris. Wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Ja, da kann ich das jetzt so aufmachen, dann brauche ich das blöde Badezimmer. Halt doch einfach das Feuerzeug da dran, meine Güte. Also, warte, hier ist der Eingang. Da muss ich ja in der Eingangshalle sein. Da hinten ist eine Treppe. Jessie Schlüppi muss noch getrocknet werden. Ah, hier, warte mal, blinkt da was? Abschlussballfoto. "25.04.13. Bereit für den Senior-Abschlussball. Hannah, Sam, Mike und Emily." Das heißt, sie sind ja jetzt alle schon aus der Schule raus, oder? Sind die alle jetzt noch in der Schule? Aber wenn die ihren Senior-Abschlussball hatten, dann eigentlich ja nicht mehr, oder? Was ist das für ein komisches Haus? Ist ja das Fenster offen. Hä, war der Josh? Muss das Fenster zumachen? War der Josh nicht schon hier oben? Ich kann mir doch nicht Leute einladen und dann hier oben nichts vorbereiten. Ist doch scheiße. Warte mal, wo muss ich denn hin? Ist dahinter? Keine Ahnung, wo das Badezimmer ist. Hier im Badezimmer. Ah, hier ist die Badewanne. Guck, das ist die Badewanne, die wir gesehen haben unten. Oh, das sollte mir auf den Sack gehen mit den klappernden Dingern. Wie viel wollen wir wetten, dass da jetzt was rauskommt? So ein Dreck! Das war jetzt zu offensichtlich. Come on, Spiel. Perfekt. Wir frieren doch hier draußen. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit. Ich hab kurz gezogen. Das Ding hat mich erschreckt. Was war das?
Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby, Vielfraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. Home, sweet home. So würde ich das nicht. Ja, die Grafik ist schon echt der Hammer. Oh mein Gott, es tut so gut drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Jetzt war fies, ja, das zweite Mal war fies. Hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Na, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Oh. Was geht, Party People? Hey! Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch! Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow, ganz ruhig, Cowboy. Wir sind ehrlich. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Der Matt ist ein Netter, ne? Ich glaube, der ist nett. Mein Nett ist die kleine Schwester von Scheiße, aber... Wir bleiben mal ruhig. Klar. Ja, Mann. Emily ist ja das war ein langer Tag. Ich habe einfach überreagiert. Hey, Mann. Kein Ding. Alles cool? Ja, ja, total. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst, jetzt durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte, hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flitzchen schon zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Komm schon. Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel. Hey, pass auf. Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir. Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Emily behandelt uns ja auch wie ein Arschloch, ne? Nein, falsch! Jessica, nein, halt endlich deinen Mund! Verdammt. Okay? Nein! Du bist derjenige, der sich aus den Angelegenheiten anderer Leute raushalten muss. Ich werde gleich zu deiner Hauptangelegenheit, du Schlampe. Machen wir endlich ernst? Ich bin nämlich mehr als bereit dazu. Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. Das ist ja nett. Das sind ja Leute, die man unbedingt so viel wiedersehen dazu. Möchte. Ja. Also, Josh, Das werden wir Feuer machen? Nie erfahren. Wo ist meine Tasche? Ha? Huh? Meine Tasche. Das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Die vom Rodeo Drive. Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, M. Vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du es? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los.
Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Okay. Können wir Jess und Emily aus Versehen verunglücken lassen? Oh, im Exil. Im Sexil. Oh, bitte. Nichts dagegen. Also, ich habe nichts dagegen, Nico, wenn die versehentlich raufgehen. Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Ja, das ist alles so schwierig mit denen. Die gehen mir irgendwie alle auf den Sack, bis auf Ashley und Sam. Die beiden sind okay, aber alle anderen sind irgendwie echt voll nervig. Jetzt lauf halt weiter. Einer schlimmer als der andere, ja. Also wie gesagt, Ashley und Sam sind so die einzigen beiden, die mir nicht permanent auf den Sack gehen. Hey, Knackarsch, Fotosession? Klar doch, super Einfall. Okay. Warte. Netter Versuch. Nächstes Mal nehme ich die Kamera, okay? Na, okay, aber es ist doch gar nicht so leicht mit dem Ding. Die ist halt voll das Klischee. Und vorwärts und alles gleichzeitig. Okay. Dann los, nichts wie ab zu der Hütte. Es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Wie weit ist denn diese Hütte weg? Er hat doch gesagt, nur ein Stück den... Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ja, die waren beide nicht jetzt besonders clever, aber... Wir machen mal ein bisschen Stress. Sie ist anstrengend. Aber... Mach sie nicht so schwer. Sie ist noch ziemlich daneben seit dem Schlussmachen. Hallo? Nicht mein Problem, Mike. Und deins ist es auch nicht. Ja, scheiß auf Emily, komm. Hier. Was kann ich dafür, dass sie nicht kapiert, was Zieleine-Schlampe heißt? Ja, schau im Wörterbuch nach, Schlampe. Was für Konversation, wow. Oh, ich sehe halt überhaupt nichts. Oh, da. Toad, ist das ein schwarzes? Ein Gefahrtotem. Okay, da kommt irgend so ein komischer Dude und haut Ashley um. In your face. Okay. Okay, also wir müssen ein bisschen auf Ashley aufpassen. Da kommt irgend so ein Dude und will sie umnocken. Okay, mal sehen. Oh
Boom. Sehr gut, Mikey. Du bist echt genial. Ja, wirklich, Tina. War das nicht der Dude, der vom Anfang? Der sah doch auch so aus. Das war doch der Dude vom Anfang, oder? Ich meine, sehr kreativ war der Dude halt nicht mit dem Wörterbuch der Beleidigung. Schlampe. Fuck. Scheiße. Ja, und jetzt? Tada! Sesam, öffne dich. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hits. Oh Gott, fall bitte hin. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Es ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Keine Ahnung, Nico. Damals gab es noch keinen Streamer-Modus. La, 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 la. Okay, da ist noch so Polizeiabsperrung. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Respektvoll. Tja, wo auch immer sie sind, sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an sie denken. Amen. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Nee. Hast du das gehört? Da war irgendwas. Ja. Hallo? Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schiffen. Wo lass sie denn hin? Und trinke heiße Schokolade mit Emily. Jess! Oh. Fuck! Hey, Jessica! Ja, hey! Alles gut! Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Sind wir heroisch oder sind wir vorsichtig? Aber ich schätze Mike als so ein Alpha-Männchen ein. So ein... Dann... Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Da war der Dude wieder. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Ja, gleich, warte mal. Okay. Stimmt, Nico. Hilf mir schieben. Also, wie wir beide zusammen stöhnen. Habe ich mir anders vorgestellt. Ja, genau das. Vor allen Dingen, hey, der Weg ist versperrt. Anstatt zurückzugehen zu den anderen, um Bescheid zu sagen, nein, lass uns in einen dämlichen Bergschacht klettern. Was stimmt mit denen nicht? Oder mit ihr, besser gesagt. Er ist ja nur hinterhergelatscht. Scheiße! Oh mein Gott, alles in Ordnung? Ja.
Bin okay. Gib aber weiter. Es ist halt auch... Oh Himmel, hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Kommen wir hier wieder hoch? Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nicht. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus.